We boil at different degrees. Ralph Waldo Emerson, U.S. philosopher and poet, 1803 to 1882. Realia, South America, 2005. Dad, it's Lisa. You gotta come get me. Get on a plane and come get me. Dad, is that you? I can't hear you. Dad! Saul Myers is ex-military. Myers, it's here. Newspapers confirmed. There's been no sightings there for 40 hours. Saul, I'm sorry. She could be anywhere. Saul Myers' daughter has disappeared. Saul? Saul! Saul Myers is going to Puerto Sombra. Saul Myers is going to hit boiling point. Boiling point, road to hell. Yeah, I'm going to the hell too. Let's play that. Nein, es ist wirklich ein bisschen schwer. Ja, ich habe vergessen, mich euch zu begrüßen. Herzlich willkommen zu meinem Rollenspiel, Ego-Shooter-Rollenspiel, Let's Play Boiling Point Road to Hell. Einen zweiten, ist das jetzt der erste oder zweite Teil? Ich weiß nicht, wer sich mit Boiling Point auskennt, der kann mich doch mal bitte anschreiben und sagen, welcher Teil das ist, ob es überhaupt einen weiteren Teil gibt. Und wie das Ganze enden wird, ich zock's nämlich bereit, ehrlich gesagt. Ich hab's nur mal ein bisschen angezockt damals von einem Kumpel, hab's dann aber irgendwie geschrottet, seitdem redet er kein Wort mit mir. Und nein, Scherz, redet noch mit mir. Und was soll ich noch dazu sagen? Auf ein gutes Let's Play und hoffentlich werde ich nicht failen, was ich aber garantiert tue. Okay, es lädt. Ein neues Spiel. Scheiße, ich wollte auf Mittel nehmen. Nein! Aha. Ich hoffe, man kann das noch ändern. Aber vielleicht ist es trotzdem für mich noch schwer. Denn mit Ego-Shootern am PC kann ich nicht so gut umgehen. Also ich kann das nicht so richtig. Also ich bin mit der Xbox oder mit der Wii oder mit der PS3 um einiges besser als auf dem PC. Besonders mit der Xbox, weil ich auf der Xbox richtig geübt bin. Und ich hatte auch meine Xbox, aber die ist jetzt leider weg. Leider. Oh Gott, nein, nicht noch ein Video. Ja, ich mute mich mal für dieses Video. Lisa became a reporter while I was serving in the Legion. I was happy for her. The girl needs something to keep her busy. I figured she was taking taxis across the city and churning out 10 ways to dump your man for those mindless women's magazines. When I was transferred to the reserves, I found out she'd already made her way through half the most dangerous hotspots in the world. She wasn't writing about guys and makeup. She was reporting revolutions in Liberia and guerrilla warfare in Nepal. So now she's in that banana republic. How many times have I warned her? But she's as stubborn as me, only worse. Yeah, this ain't the best country to have to go looking for a missing daughter, but believe me, Heil Hitler, sagt er. Scherz.
So, und das war's aus für. Maybe he knows something that can help me find her. And if he can't remember anything, I'll string him up. That ought to jog his memory a little. So, das war's jetzt aber wirklich fürs Intro. Für zwei Intros. Das war eher ein Outro, haha. Cool, es leckt nicht. Ich hab meine Waffen. Sehr beruhigend. Ich gab's nicht irgendwie so ein anderen Person Mode 10. Boah, lag. Boah, Alter, warum lag das jetzt so extrem? So, jetzt dürfte das nicht mehr so extrem laggen. Okay, und was wir als erstes machen? Ich gehe mal eben zur Bar, denn saufen ist wichtig. Was? Wo kriegt man einen? Alter! Zum schwarzen Jaguar, cool. Ja, tschüss, Gringo. Gringo, haha, nein, gegen Gringo. Also, das ist ja Realia. Wo das genau ist, weiß ich nicht. Das ist Südamerika oder Südafrika? Ich hab's nicht gelesen, ich glaube, das war Südamerika, ne? Zur Bar ging's dahin. Oder war sie hier? Ich weiß es gerade nicht. Das ist schon ewig her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Noch nicht wirklich weit gekommen. Ja. Ach ja, die gibt's ja auch noch, diese. Das ist ein Bandit. Ach Mann. Was haben wir denn hier? Regierung? Hier war es doch noch irgendwie Revolution, ne? Ah, hier. Guerilla. Wie der aussieht. Der sieht irgendwie aus wie von Family Guy, dieser Folge mit Stewie, wo soll man mit dem Laden und dem Hühnchen, wenn ihr euch erinnert, oder wisst, was ich meine? Hi! Oder? So war nett, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ich mach mal Hi. Sei gegrüßt, Amigo. Herzlich willkommen in der Black Jaguar Bar. Mein Name ist Luis. Was darf es sein? Was darf es sein? Reichlich seltsamer Name für eine Bar, oder? Ich meine ein Bier. Ich nehme ein Bier. Ich nehme ein Glas Wein. Ich nehme einen Wodka. Mein Freund immer sagte, ein Tag ohne einen Drink am Morgen ist ein verschwendeter Tag. Ein Gin Tonic und viel Eis dazu. Lady Killer. Das ist wirklich das härteste Gesöff, was es hier gibt. Eins der härtesten. Ich nehme einen Tequila mit Salz und Limone. Ich möchte eigentlich keinen Drink. Ich brauche nichts. Danke. Ich würde mal sagen, ich wäre für ein Bier. Okay. Dafür sind wir jetzt ein wenig angedrunken, wie man gerade sieht. Oh. Okay. Was für Läden gibt es hier in der Stadt? Es gibt etwas, was ich vielleicht kaufen muss. Cool.
Ich bin immer noch ein bisschen angetrunken. Okay, ich gehe nochmal erstmal zum Waffenladen. Ich würde hier gerne rauskommen, hä? Ich will hier weg. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Gibt es hier in der Gegend noch den Diego? Kachur, die Leute wissen nichts über ihn. Ich bin Christ, deshalb glaube ich nicht an ihre eingeborene Rituale. Aber wenn ich nicht ihn sehe, oder auf mich kann. Indios. Hey, Blodden. Oh, ich will hier weg. Keine Ahnung, und ich will das auch gar nicht wissen. Und ich kann dir nur raten, die Sache zu vergessen. Leck. Oh, ich will nicht mehr. Ja, ich muss ins Telefon. Alter. Kann ich da irgendwie anrufen? Na gut. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wollen wir der Regierung beitreten oder den Guerillas? Aber das alles in der ersten, in der nächsten Folge von Let's Play Boiling Point mit Saul Myers. Wir stellen uns hier in die Schämlich-Ecke, weil wir gerade getrunken haben. Ja, und ich würde dann sagen, bis zum nächsten. Tschüss.